zusammen und willkommen zu The Last of Us Remastered. Um ins Krankenhaus zu kommen, wo die Fireflies hoffentlich auf uns warten, müssen wir jetzt hier nochmal über diese Wildwasserbahn. Und ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Aber what could possibly go wrong? Ach so, wir springen hier einfach ins Wasser. Ich gebe mir Mühe. Joel hat anscheinend nicht das Problem hier. Wo ist denn Ellie? Ich sehe die nicht. Oh, what? Wie bist du denn hierher gekommen? Mensch, crazy. Oh, hier kann man sogar stehen. Chillig. Ich weiß noch nicht, wie wir hier weiterkommen. Hochklettern geht nicht. Da hinten vorbei vielleicht. Also dafür, dass die Schulter, das Wasser ihm bis zu den Schultern steht und so eine heftige Strömung ist, konnte hier echt gut gehen. Aber ich kann anscheinend nicht gegen den Strom an, oder? Wie? Und doch kann ich. Aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt... Ich weiß es nicht. Können wir überhaupt wieder zurück? Irgendwie nicht, oder? Nein, die Strömung ist zu krass. Gut. Dann müssen wir, vielleicht können wir die Luke hier aufmachen. Die sieht aber nicht so aus, als wäre die aufmachbar. Ich weiß nicht mal, ob das eine Luke ist. Vielleicht können wir uns hier durchquetschen. Vielleicht hätte ich hier nicht rein sollen. Vielleicht kann ich da hinten irgendwas machen. Jetzt bin ich leicht überfragt und überfordert. Ich kann hier nirgends hoch. Ich kann... Vielleicht hätte ich nicht ins Wasser springen dürfen, aber... Was hätte ich denn sonst machen sollen? Das Spiel hat mir auch nicht gesagt, dass ich das nicht machen dürfte. Und jetzt wurde ich hier zu dem Bus gespült und es sieht so aus, als würde hier nichts mehr passieren. Habe ich hier echt einen Game-Breaking-Bug erwischt? Habe ich es geschafft, dass... Habe ich einen Softlock hervorgerufen? Softlock bedeutet im Grunde, dass ich zwar noch weiterspielen kann, aber es geht nicht weiter, weil ich ein Skript nicht auslösen kann. Es ist nicht gefroren oder so, es ist nicht stehen geblieben. Nein, hier kann ich zurück. Okay, dann schauen wir mal. Okay, ich kann zumindest wieder zurück. Mal schauen, was jetzt? Soll ich Ellie darüber werfen? Oder wie? Ich kann ja wirklich nichts machen, oder? Verstehe ich nicht. Wir müssen jetzt darüber, aber da kommen wir nicht rüber. Verdammt. Ach, ich bin gerade echt überfragt, ohne Witz. Keine Ahnung. Ellie steht auch hier und guckt mich an und schaut. Aber Joel kann ja nicht mal springen. Okay, jetzt pass mal auf mit Anlauf. Ja, ich glaub's nicht. Na komm, das geht. Du fängst mich auf? Ich fang dich. Auf einmal kann er springen. In der letzten Folge, beim letzten Rätsel, wurde gerade noch etabliert, dass er nicht springen kann. Nicht hier runter von diesem Ding. Ja, aber echt, ohne Witz jetzt. Ich bin ganz deiner Meinung. Oh oh. Mist. Schnell, lauf, 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 lauf. Ah, das ist ja mal echt lästig, oder? Wenn sowas passiert. Ah, heute ist nicht sein Tag. Er haut sich gleich die Tür ins Gesicht, glaube ich, wenn das funktioniert. Damn it. Hätten wir mal früher schwimmen gelernt. Ich wusste es doch, dass das nochmal notwendig wird. Ah, ich sag's noch. Vor ein paar Folgen habe ich noch genau das gesagt. Schnell jetzt, Joel. Schnell jetzt, schwimm. Schwimm.
Okay, wir brauchen irgendwo Oberfläche da hinten. Zum Glück. Hätte auch sein können, dass das jetzt eine Kammer ist, aus der wir nicht mehr rauskommen. Hände hoch! Sie atmet nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen... Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Befick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben. Den Gang runter. Mist.
Er ist einfach so krass. Mir tun die echt fast leid hier. Mir tun die echt leid, die Leute. Was? Ich weiß jetzt auch nicht, warum der Feuerlöscher explodiert ist, wenn du dich da deswegen gewundert hast. Ich wundere mich genauso, ehrlich gesagt. Damn it! Oh, ein ganzes Rudel. Ein ganzes Rudel Fireflies mit Panzer. Also, mit Panzerung, nicht mit Panzer. Au! Oh nein, ich habe mich verdrückt. Wartet mal. Wartet mal ganz kurz. Quatsch. Wie wär's mit Flinte? Ich will fast echt nicht den Flammenwerfer. Joel ist so krass, ey. Der ist so ein krasser Kerl. Von dem geht einfach irgendwie, finde ich... Findet ihr nicht auch, dafür, dass er quasi unser Protagonist ist, geht von dem für mich immer so ein... In den Cutscenes so eine ungewöhnlich starke... Präsenz von Gefahr aus. Man hat immer das Gefühl, der bringt jetzt gleich einfach alle um. Und dann macht das auch. Einfach so. Also in dem Fall natürlich nicht einfach so. Er will Ellie retten und so. Es ist ja alles nachvollziehbar und klar. Aber er ist einfach so eine unglaublich brutale Wildsau. Dass es schon crazy ist. Passt eigentlich echt gut, weil... Eben, er ist halt so. Ich meine, das ist ja immer diese Geschichte von der ludonarrativen Dissonanz. Und da wird ja als Negativbeispiel ganz oft Uncharted benutzt, weil da passt eben dieser Schnitt zwischen Nathan Drake als der sympathische Gauner-Dieb, den jeder liebt, und den Massenmörder in den Gameplay-Szenen, der einfach hunderte von Leuten über den Haufen schießt, passt halt irgendwie überhaupt nicht. Und viele Leute stört das. Mir ist sowas komplett egal, ehrlich gesagt. Aber viele Leute stört das total. Und, oder es fällt zumindest auf, natürlich. Aber hier bei Joel gibt's diesen Bruch nicht. Ich kauf's dem sofort ab, dass der hier 500 schwer bewaffnete, gepanzerte Kerle niedermetzelt, weil er Ellie retten will. Der macht es einfach. Der ist einfach ein verrückter Bastard. Ohne Skrupel, ohne irgendwie Moral, ohne irgendwas. Dem ist das alles so scheißegal. Ich kauf das dem sofort ab. Wisst ihr was? Ich glaube, ich pack den Flammenwerfer weg. Ich benutze keinen Flammenwerfer gegen die Leute hier. Irgendwo ist auch mal Schluss. Verbrennen ist einfach nicht sehr schön. Nicht sehr angenehm. Da muss man mal eine Grenze ziehen. Das ist vielleicht eine seltsame Grenze. Man könnte argumentieren, ist auch schon egal. Aber nö, ist es nicht. Du bist tot. Ich glaube, du bist tot. Ehrlich gesagt. Muss ich dir das leider mitteilen. Nein, er ist nicht tot. Okay, deine Panzerung ist echt gut. Aber was nicht so gut ist, dein Gehör. Damn it. Da kommt gleich einer außen rum, glaube ich. Nee, nicht mal. Wo geht er denn durch? Da hinten ist er. Da vermine ich auch mal. Nur für den Fall, dass jemand auf blöde Ideen kommt. Oh, oh, da kommt jemand auf blöde Ideen und ich habe es gar nicht mitgekriegt. Verdammt, ich war zu beschäftigt. Aha, einen hat's erwischt. Sorry, sorry. Wisst ihr, wir dürfen nicht vergessen, er will Ellie retten, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die nach einem Heilmittel suchen, okay? Auf welcher Seite stehen wir hier gerade? Ist es richtig, was wir hier machen? Vielleicht hätten wir vorher mit Ellie drüber reden sollen. Vielleicht hätten die das machen sollen. Das kann man denen vorwerfen. Vielleicht haben die es gemacht.
Aber so ist Joel nicht drauf. Man kann nämlich auch argumentieren, das ist nämlich die Frage, ist es selbstlos, was er hier macht, weil er Ellie retten will? Oder ist es einfach nur verdammt egozentrisch, weil er die Menschheit opfert, damit er nicht zum zweiten Mal seine Tochter verliert? Geht es nicht vielleicht nur um ihn? In Wirklichkeit. Und ich würde das so interpretieren. Zu dem kommen wir später noch. So. Ich könnte, glaube ich, echt mal ein Heilmittel benutzen, schön langsam. Ja, das macht Sinn. Können wir auch gleich ein neues machen? Okay. West Wing. Mir wären Chicken Wings lieber, glaube ich. War es das schon? Zack, zack, zack. Über den Schreibtisch. Ab in West Wing. Es war so klar, dass da noch welche jetzt wieder kommen. Damit! Wartet mal kurz! So, jetzt geht's wieder! Es wird mir schon langsam zu blöd hier. Jetzt komm her, du. Verdammt nochmal. Verstehe ich keinen Spaß mehr. Überall Personen, die auf mich schießen. Unverschämtheit. Ach ja, übrigens, genau, ich hab's ganz vergessen. Wir könnten eigentlich mal unsere schwankende Waffe ein bisschen... Aber, oder, nee, schwankende Waffe ist gut. Machen wir. So, okay. Wir haben wieder ein bisschen Munition. Bisschen mehr sogar. Ich glaube, er ist tot. Und ich glaube, er hat uns den Weg geöffnet, den wir gehen müssen. Ich würde mich natürlich vorher gern noch hier umsehen. Hüpf. Da leuchtet nix. Der hat noch ein Gewehr fallen lassen. Oh, 4 Schuss. Ha, warum geht der mit 4 Schuss los, um Joel zu jagen? Wissen die nicht? Also die können, also die... Nee, anscheinend nicht. Okay, Tür. Exit. Rauf oder runter? Eigentlich rauf, ne? Deswegen gehe ich runter. Videospielerlogik. Das ist nicht Videospiellogik, sondern Videospielerlogik. Ich muss da und da hin, weil irgendwer ganz dringend in Gefahr ist. Also gehe ich erstmal den anderen Weg und schaue, ob da irgendwelche alten Lappen liegen, die man mitnehmen kann. So. Was haben wir denn hier? Ein Diktiergerät. Das schauen wir uns jetzt noch an. 28. April. Marlene hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentäter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hoch bleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal, sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des proinflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodrom Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte, wie der Entdeckung des Penicillins. Nach Jahren fruchtloser Forschung sind wir fast am Ziel. Haben Erfolge und schenken der menschlichen Rasse wieder Kontrolle über ihr Schicksal. Alle unsere Opfer und die vielen Männer und Frauen, die alles gaben. Es ist nicht umsonst gewesen.
Außer wenn Joel kommt. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. So, ich würde sagen, wir müssen jetzt leider hier die Folge beenden für heute. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr mit dabei wart. Und morgen retten wir Ellie und verdammen die Menschheit. Macht's gut. Ciao. Willkommen. Es ist wieder The Last of Us Zeit. So, beim letzten Mal haben wir alle umgebracht und diesmal werden wir nicht damit aufhören. Das ist der Plan, befürchte ich. Kann man die Tür eigentlich wieder zumachen? Nein, schade. Ich würde manchmal einfach gern die Tür hinter uns zumachen können. Aber das geht in dem Spiel nicht. It's not one of those games. Oh, ganz viel Munition. Oh, wow, wow. Was haben wir denn hier für ein... Ich wollte schon fast in der letzten Folge sagen, naja, jetzt werden wir eh gleich fertig sein mit der Kampfpassage. So lang war die, glaube ich, nicht. Und nachdem ich jetzt ungefähr schon 500 Stunden lang alle töte... Nachdem ich 500 Stunden lang alle getötet habe, dachte ich, so lang wird die nicht mehr sein, die Passage. Aber nachdem wir jetzt hier so viel Munition finden, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Haben wir da wirklich keine Munition mehr dafür? Tatsächlich, null Schuss. Ich würde es gern wieder umwechseln, weil die Schrottflinte wäre schon gut. Außerdem können wir ein bisschen was craften. Machen wir noch ein Messer. Ich habe immer gern... Wobei, jetzt... Nee. Zwei Messer reichen eigentlich. Ich kann die eh dreimal benutzen. Machen wir lieber ein bisschen Sprengstoff. Zack. Klebeband brauchen wir nicht. Hier war doch noch... Ah ja, genau. Dreimal Schrottflinte. Ausgezeichnet. Die Eisenstange brauchen wir nicht. Aber ich habe noch eine Tür gesehen. Die will ich gerne nochmal durchsuchen. Ich bin mir nämlich echt nicht sicher. Wir sind durch die Tür hier gekommen? Fragezeichen? Oder von wo sind wir gekommen? Und was ist hier überhaupt los? Ich gehe mal da rein. Weil ich mich... Ah, hier ist was. Guck, hier waren wir noch nicht. Ah, wieder ein Audiogerät. Hören wir das mal. Es ist 17.30 Uhr am 28. April. Ich hatte ein Gespräch... einen Streit mit dem Chirurgen. Man kann den Parasiten offenbar nicht entfernen, ohne den Wirt zu töten. Es wäre also das Todesurteil für die Kleine. Und jetzt wollen sie mein Einverständnis. Die Prüfungen werden immer härter und härter, nicht wahr? Ich bin müde. Ich bin erschöpft. Es soll nur zu Ende sein. Ich frage mich, ob irgendwer mit Ellie darüber geredet hat, was die dazu sagt. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass Ellie die metaphorischen Eier hat, um zu sagen, okay, machen wir, whatever. Vielleicht hat sie aber auch voll Angst und Panik. Vielleicht ist das die erste Reaktion. Wir werden es vielleicht nie erfahren, wahrscheinlich. Wer weiß, ach... Ja, das muss doch alles im zweiten Teil nochmal thematisiert werden, oder? Bestimmt. Ich habe ja immer... Nee. Ich weiß, dass manche von euch, die das Let's Play gucken, das Spiel noch nicht gesehen haben, noch nicht kennen. Deswegen rede ich jetzt erst über das, was ich im zweiten Teil mir erhoffe, wenn wir hier fertig sind. Denn ich will jetzt keine Spoiler verspoilen. Das Einzige, was ich verspoilt, sind meine Autos in Need for Speed Underground 2. Die waren immer sehr verspoilt. Aber sonst? Schleich. Ist hier denn wirklich niemand? Bin ich hier richtig? Surgery. Guck, wir sind schon in der Surgery. Wie viel Kampf kann hier noch kommen? Aber hier sind so viele Rohstoffe. Die geben mir so viel Munition und so viel Rohstoffe. Man würde meinen, hier kommt noch ordentlich Kampf. Ich werde mich jetzt mal in aller Ruhe umschauen. Sind wir hier reingekommen? Jupp, gut. Gut. Krankenhaus. Ich mag keine Krankenhäuser. Wer mag schon Krankenhäuser, oder? Außer man ist Arzt aus Leidenschaft. Aber ansonsten, glaube ich, findet keiner Krankenhäuser jetzt so richtig geil. Es ist langweilig. Da sind kranke Leute. Ich habe immer das Gefühl, ich werde kränker.
Also ich war jetzt noch nicht oft im Krankenhaus, aber auch wenn ich so im Arzt im Wartezimmer sitze, ich habe das Gefühl, da sind so viele Leute mit so vielen Krankheiten, die greifen alles an und dann liegen da immer, ich verstehe das nicht, ich finde das unverantwortlich von den Ärzten, ohne Witz, da liegen immer, da haben wir was, Tagebuch, lesen wir gleich, ich muss das noch kurz zu Ende bringen, den Monolog, den Gedanken, da liegen dann immer Magazine im auf dem Tisch da. Diese Magazine wurden wahrscheinlich schon von tausenden ekelhaft kranken Menschen gelesen und durchgeblättert und die benetzen dann ihre Finger mit ihrer Zunge und verschmieren ihre Krankheitserreger an den Seiten. Und dann soll ich die anfassen und mir sonst was einfangen. Schon allein, dass ich auf den Stühlen sitze. Wer weiß, was man sich da alles... Ich habe immer das Gefühl, ich komme kränker vom Arzt heim, als ich hingehe. Naja, vielleicht bin ich auch nur ein Hypochonder. Bin ich definitiv. Bin ich auf jeden Fall. So, 15. März. Wir haben endlich... Aber Hypochonder sein hat auch was Gutes. Denn wenn wirklich mal was ist, na, dann gehe ich nicht zum Arzt, weil ich es nicht mehr ernst nehme wahrscheinlich. Aber bei so einer Zombie-Apokalypse bin ich der Erste, der irgendwo mit Gasmaske auf einer Burg sitzt. Mit einem Kettenhemd und einem Schwert. Wir haben endlich die Grenze von Utah überquert. In einigen Tagen werden wir wieder bei den anderen sein. Heute ist die Mannschaft bei besserer Laune. Ich habe mir Sorgen um die Moral gemacht, seitdem Greg und Tanya letzte Woche von uns gegangen sind. Es tut gut, sie mal wieder lachen zu hören. Robin kam zu mir und sagte, danke, dass du auf uns aufpasst, Marlene. Oder Marlene. Marlene, wie spricht man das auf Englisch? Marlene, wahrscheinlich. Ich sag Marlene. Es war eine kleine Geste, aber ich habe sie gebraucht. 23. März. Ellie hat es nie geschafft. Ach so, noch nicht wahrscheinlich. Ich verstehe. Oh, das war's schon. Kann ich da nicht mehr irgendwie... Ah doch, da ist mehr. Wo kann ich denn... Ah, jetzt. Okay. Ellie hat es nie geschafft. Wir haben das Krankenhaus erreicht. Es wurde gefeiert. Zumindest von den anderen. Sie freuen sich, ihre alten Freunde wiederzusehen. Manche von ihnen haben wir seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen. Nachdem sie mir die Neuigkeiten berichtet hatten, konnte ich nicht essen. Ich konnte mit niemandem sprechen. Ich sollte dankbar dafür sein, dass ich noch lebe. Aber jetzt will ich nur die Augen schließen. Ist schon witzig, oder? Hätten die Fireflies einfach von Anfang an Ellie behalten und mit ins Krankenhaus genommen, wär's schneller und problemloser gegangen. Tja. 24. März, aber konnte ja vorher keiner wissen. Sie sehen mich an. Sie sehen mich an und ich weiß, dass sie denken, was sie denken. Sie denken, dass wir ein paar unfähige Anfänger sind. Was hätte ich denn tun sollen? Ich dachte, ich würde sterben. Meine Männer wurden vom gesamten Bostoner Bataillon gejagt. Ich musste sie aus der Stadt schaffen. Wie hätte ich denn wissen sollen, dass die Firefly-Eskorten bereits tot waren? Verdammt. Ah ja, jetzt erklärt sie es sogar. Ich bin in Panik geraten. Letztlich sind meine Wunden schneller verheilt und meine Männer waren fähiger, als ich erwartet hatte. Mehr als eine Handvoll überlebten den Angriff der Armee. Ich hätte sie bei mir behalten sollen. Stattdessen habe ich sie in die Hände von Schmugglern gegeben. Ich habe dich enttäuscht, Anna. Ich habe uns alle enttäuscht. Ich bin eine unfähige Anfängerin. 25. April. Ich kann nicht mehr mit ihnen reden. Ich halte ihre Blicke nicht mehr aus. Hier kann ich nicht bleiben. 28. April. Ein kleiner Kundschafter. Was ist ein kleiner? Einer unserer Kundschafter. Wie komme ich denn auf ein kleiner? Einer unserer Kundschafter hat uns gerade angefunkt. Der ist nur 1,20. Das macht ihn zu so einem guten Kundschafter. Der versteckt sich an Orte, das suchen die meisten Leute gar nicht, weil sie sich denken, da passt eh keiner rein. Der ist nur 40 Zentimeter groß. Ein Kundschafter. Hat uns angefunkt. Er hat gesagt, wie ein... Ich krieg das Bild nicht aus dem Kopf. Von diesem winzigen... So wie Ant-Man oder so. Der wird in meinem Kopf immer kleiner und kleiner. Der sitzt schon bei den Raider-Banden, bei den Bossen im Ohr drin. Verschanzt sich da. Baut sich so eine Mauer aus Ohrschmalz. Damit er nicht vom Oropack des Todes erwischt wird. Oh, er hat gesehen, wie ein älterer Mann und ein junges Mädchen den Tunnel beim Busbahnhof betreten haben. Er sagte sie können nicht, es tut mir echt leid, so ein Lachflash. Ich weiß, so witzig ist es gar nicht. Er sagt, sie könnte rothaarig sein. Oh, ist sich aber nicht sicher. Was, wenn sie es ist? Hör auf, Marlene.
Der Aufklärungstrupp wird sich auf den Weg machen. Ich werde mich ihnen anschließen. 28. April. Ach, selber Tag nochmal. Macht man das so? Ich habe noch nie ein Tagebuch geführt, aber macht man das so, dass wenn man zwei Einträge am gleichen Tag macht, dass man zweimal das Datum schreibt? Ich würde dann vielleicht die Uhrzeit, entweder die Uhrzeit dazu schreiben oder vielleicht so einen kleinen Trennstrich machen oder so, wenn überhaupt. Wenn du dich in der Dunkelheit verirrt hast, suche nach dem Licht. Sie lebt. Sie führen jetzt die Tests an ihr durch. Ich kann nicht sagen, ob ich aufgeregt, ängstlich oder bloß nervös bin. Ich weiß nur, dass meine Hände nicht aufhören zu zittern. Das war jetzt eine schwere Geburt, den Text hier zu lesen. Hardest Text ever. Gott sei Dank ist der Text nicht im Abi bei uns drangekommen. Sonst hätte ich so gelacht, dass ich nur noch geweint hätte. Jetzt bevor ich in die Surgery gehe, Ellie wird schon nicht jetzt hier aufgeschnitten in den nächsten 2 Minuten. Es ist immer Zeit, sich umzusehen, ob irgendwo noch ein paar alte Lappen rumliegen. Stimmt's, Joel? Okay, jetzt aber ab in die Surgery. Ja, das ist es. Ich komme, Ellie. Oh Gott. Der macht mir ein bisschen Angst. Ich komme. Okay. Ruhig. Da sind sie alle. Nur für den Fall, dass mir nachher einer in die Flanke fallen will. Und vielleicht eine noch da hinten irgendwo. Die werden da schon reinlaufen. Jetzt heißt es... Oh, wie kommst denn du hierher? Warum läufst du durch meine super verminten Minenfelder? Warum bewegt sich deine Taschenlampe so komisch? Fragen über Fragen. Boom. Einer weniger. So, jetzt lass mich kurz... Nein. Okay, gut. Ja, die anderen stehen da echt in Reihe und Glied. In einer Reihe. Seht ihr das? Zu viert in einer Reihe. Wenn ich jetzt was hätte, das durch Leute durchschießt, könnte ich durch die Leute da durchschießen. Ich ziel so schlecht. Nein, es geht eigentlich. Es passt schon. So, kommen die näher? Wollen die näher kommen? Nein, wollen sie eigentlich nicht. Aber ich würde gern... Ups. Oh oh. Wer schießt denn da? Ich habe doch extra Bomben gelegt, damit das nicht passieren kann. Wer hat denn da jetzt wirklich auf mich geschossen? Ich hatte das Gefühl, der schießt irgendwie von hinten oder von der Seite oder so. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Na komm her, du. Ich glaube, den haben wir. Jetzt wäre echt das panzerbrechende Scharfschützengewehr ganz nice, aber haben wir nicht. Ist aus. Aber ich habe was anderes panzerbrechendes. Ich muss nur ein bisschen näher ran. Soll ich die mal hier liegen lassen? Ich weiß nicht, ob die hier Sinn macht. Ich nehme die. Obwohl, dann deckt sie mir den Rücken. Ist okay. Gib mir Rückendeckung, Bombi. Aber von hier gibt mir keiner Deckung. Aber da drin blinkt was. Joel, wir hätten beinahe Loot liegen lassen. Was ist denn los mit dir? Ach so, entschuldigt. Da ist überhaupt keine Verbindung zwischen den Räumen. Man muss eh hier lang gehen. Voll. Hätte ich gerade das Medikit nicht benutzt, aber andererseits... Ah. Wen interessiert's? Wir haben genug. Gefunden? Ich werde hier suchen. Such da unten. Ich dachte, du bist panzerbrechender. Die ist gar nicht so panzerbrechend, wie ich dachte, wie ich hoffte. Einen Schuss habe ich noch. Aber wo ist der letzte Gegner? Da hinten ist auf jeden Fall noch einer. Komm her, einen Schuss. Einen Schuss habe ich noch da drin. Den kriegst du ab. Nein? Doch? Nein? Ha! Hast du jetzt davon. So, lass mich mal kurz gucken. Ah, Pfeil und Bogen. Warum nicht? Ich glaube, Pfeil und Bogen ist nicht besonders panzerbrechend, oder?
Der war echt ein böser, guter Treffer. Und außerdem können wir jetzt nochmal kurz zurückgehen und da hinten den Schokoriegel essen oder die Büchse Ananas oder was da auch immer war. Irgendwas überaus Köstliches war da auf jeden Fall. Ich finde es so schön, dass in solchen Spielen, das macht überhaupt keinen Sinn, aber es ist halt so von der Spiellogik her so logisch, dass Pfeil und Bogen so eine übermächtige One-Hit-Kill-Waffe ist. Viel mächtiger als alle anderen Riesenkaliber-Panzerbrechenden Super- One-Shot lässt einen Elefanten Explodierwaffen. Weil er halt langsam zu benutzen ist und klobig und schwierig zu bedienen. Deswegen muss er auch gut sein. Sonst würde er videospieltechnisch gar keinen Sinn machen, wenn er nicht wenigstens übermächtig wäre. Wenn er schon so langsam und klobig ist. Gut, er ist auch sehr stealthig, natürlich, das stimmt. Ah, goddammit, das war ein schlechter Schuss. Aber der war gut. Ein Pfeil. Eure kugelsicheren Westen, die meine Schrotflintenprojektile abwehren, als wären's Kaugummikugeln, sind machtlos gegen meine Pfeile. Natürlich. Ist ja logisch. Oh, den habe ich aber böse getroffen. Ich meine, eigentlich kann er überleben. Hat halt ein Loch in der Backe. Ist bestimmt schmerzhaft und so. Aber nichts, was ein bisschen plastische Chirurgie nicht wieder hinbügeln kann. So. Müssen wir jetzt hier durch die Tür gehen? Ich glaube, hier durch die Tür gehen wir jetzt. Und jetzt ist es vielleicht schon soweit, dass wir Ellie retten können. Deswegen machen wir hier jetzt schon Schluss, leider. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us. So, wir sind jetzt, glaube ich, kurz davor, Ellie zu retten. Vielleicht sogar jetzt schon. Vielleicht aber auch noch nicht. Wir haben eigentlich in der letzten Folge alle umgebracht. Ich weiß nicht, warum er unbedingt die Tür... Aber ist schon okay. So. Ach ja, es ist immer so witzig, oder? Man muss sich beeilen, damit man das Leben von jemandem rettet, der einem wichtig ist. Aber man guckt mal noch kurz da rein, ob da nicht noch... Ach, hier ist noch ein Tonband. Hören wir das doch mal. Hey, Anna. Es ist schon so lange her. Ich habe gerade in die Operation eingewilligt. Ich bezweifle, dass ich eine Wahl hatte. Mich zu fragen war eher Formalität. Du musst wissen, dass ich mein Versprechen gehalten habe. Obwohl ich sehr viel zu tun hatte, war sie mir wichtig. Ich hätte alles für sie getan und manchmal... Nur sie kann uns retten. Uns alle. Danach haben wir gesucht. Du damals auch. Ich soll den Schmuggler töten. Aber ich werde nicht den einzigen Mann hier töten, der die Schwere dieser Entscheidung begreift. Vielleicht vergibt er mir. Okay, Anna ist also die Mutter von Ellie, die tot ist. Dann wird das auch geklärt. Und die waren wohl Freunde. So, jetzt aber. Großer Gott! Doktor! Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie, kommen Sie ja nicht näher. Sonst? Ich warne Sie. Sonst was? Sonst was? Ich gehe jetzt einfach und hol Ellie. Der lässt mich nicht vorbei, ohne Witz jetzt. Nein! Sie widerliches Schwein! Harry, halt die Klappe! Komm her, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Zurück! Perfekt.
Ach, jetzt lösen sie den Alarm aus. Bisschen spät. Ich hab dich. Oh, oh. Wo lang? Das weiß ich auch nicht. Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klickern in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Laufen. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Pass auf deinen Kopf auf. So, ich hab es. Ich bin doch schon alt. Hi, Kerlchen! Awesome. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemacht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Oh,
Schau mal da. Wir sind fast da. Es ist nicht mehr weit. Ich helfe dir. Okay, na komm. Hey, warte. Ach. Damals in Boston. Als das mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör es mir. Aber es... Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Das war The Last of Us. Großartiges Spiel, oder? Ich glaube, gerade für alle, die es noch nicht kannten. Also, schon echt großartig. Man muss sich auch bedenken, wie alt das Spiel ist. Ich kann jetzt gerade gar keine Jahreszahl nennen. Aber das war ursprünglich ein PS3-Spiel, das remastered wurde für die PS4. Und insofern hat es doch schon einige Jahre auf dem Buckel. Und es ist erstaunlich, wie gut das schon auf der PS3 aussah eigentlich. Also, was das angeht, Wahnsinn. Aber eben, es geht ja nicht nur um die Grafik oder eigentlich ist die nebensächlich. Es geht wirklich um die Inszenierung, um die Story, um die Charakterentwicklung und um das gesamte Werk einfach. Es ist schon sehr gut. Ich schau mal ganz kurz. Wir haben jetzt eh noch ein bisschen Zeit, während der Abspann läuft. Hier haben wir es 2013. Ja, bald 5 Jahre auf dem Buckel. Schon nicht schlecht, oder? Naja, auf jeden Fall der Schluss, oder? Der Schluss ist ein bisschen harter Tobak. Ich habe auch mitbekommen, dass damals einige von dem Schluss enttäuscht waren, mehr oder weniger, weil sie wollten nicht, dass Joel letztendlich so ein Arsch ist. Aber wenn man sich das Spiel mit dem Wissen über den Schluss nochmal von vorne ansieht und die einzelnen Szenen durchgeht, ist es einfach nur konsequent. Joel handelt wirklich von Anfang an und schon bevor die Pilzapokalypse losgeht, sehr egozentrisch und sehr skrupellos und sehr, ja, genau, er schützt sich und die, die ihm wichtig sind, auf Kosten anderer, wenn es sein muss. Und die weitergeben mit diesen auf Kosten anderer, erfährt man auch in dieser kleinen Passage, wo er über seine Vergangenheit bei den Raidern erzählt. Also er war ja selber jemand, der Überlebende überfallen und beraubt hat und so weiter. Also, ja, harter Stoff. Und dann
wird ja Ellie mehr oder weniger zu einer emotional wichtigen Person für ihn. Zu einem Tochterersatz, wenn man so will. Er überwindet über sie das Trauma des Verlustes seiner Tochter. Und... ah, die Company-Maskottchen. Pogo und Trumpet. Und wenn man sich den Schluss jetzt ansieht, kann man eben sagen, okay, er will Ellie um jeden Preis retten, weil er damals seine Tochter nicht retten konnte, bla bla bla. Man könnte aber auch argumentieren, dass er einfach nur komplett egoistisch handelt. Ihm geht's gar nicht um Ellie als solche Person, also als Ellie als freie Person, die ihre freien Entscheidungen treffen kann. Sonst hätte er zumindest die Wahrheit gesagt, sonst hätte er sie vor eine Wahl gestellt möglicherweise. Er will Ellie behalten, unter Anführungsstrichen, als Tochter, als emotionale Bezugsperson, weil sie ihm wichtig ist. Er will nicht noch einmal diesen Verlust erleiden. Im Grunde, wenn man so will, ist er der Bösewicht. Vielleicht so ein bisschen. Gibt natürlich kein Schwarz-Weiß hier, ganz klar, aber interessant. Cooles Spiel, coole Charakterentwicklung und schön, wie das eben schon am Anfang, als sie mit dem Auto flüchten, ist doch da diese Familie auf der Straße, die das Auto anhalten will. Also noch bevor die ganze Zivilisation zusammenbricht, als gerade die ersten Pilzzombies unterwegs sind auf den Straßen. Und der Bruder von Joel will anhalten und will nachschauen, ob die was brauchen. Und Ellie sagt auch, vielleicht sollten wir denen helfen. Und Joel sagt, nein, nein, weiterfahren, weiterfahren. Und der sagt, die haben Kinder dabei. Und dann sagt Joel, ja, wir haben auch ein Kind dabei. Und er ist einfach knallhart. Und das wird schlimmer mit der Zeit, nicht besser. Insofern ist es einfach konsequent und ist einfach der Charakter. Ganz genau. Und ich hoffe eben sehr, dass der zweite Teil da nochmal sehr stark eingeht, darauf sehr stark eingeht. Ich habe ja damals, als ich den ersten Teil hier gespielt habe, gehofft oder sogar damit gerechnet, mehr oder weniger, dass sich im Verlauf des zweiten Teils Joel so ein bisschen zum Antagonisten wandeln wird, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich weiß nicht, ob das ein Plan ist, ob das tatsächlich passiert, aber dieser potenzielle Konflikt zwischen Ellie und Joel mit dieser großen Lüge, mit den Fireflies und sowas, das kann natürlich zu einem echt großen und wichtigen Plotpunkt im zweiten Teil ausgedehnt werden. Und ich bin da schon sehr gespannt drauf. Ich bin da schon echt super duper gespannt drauf, wie es im zweiten Teil weitergeht. Weil das bestimmt noch behandelt werden muss. Wir wissen ja eh noch nicht, worum es im zweiten Teil so genau geht. Der erste E3-Trailer hat geteased, dass es wahrscheinlich eine Rache-Story ist. Ellie will irgendjemand, irgendeine Fraktion tot sehen, um jeden Preis, jeden Einzelnen. Sie wirkte sehr verbittert, sehr viel erwachsenerer und sehr, ja, Joelesk. Ich bin gespannt und ich freue mich drauf. Und jetzt verabschiede ich mich von euch und lasse euch mit dem Abspann noch ein bisschen alleine. Der ist, glaube ich, eh auch nicht mehr lang, aber... Und keine Sorge, wenn ihr euch denkt, oh, jetzt ist es schon vorbei, ich will mehr. Es gibt mehr. Denn jetzt spielen wir noch den DLC, das Add-on, das erschienen ist, das bei der PS4-Version standardmäßig mit dabei ist, in dem es um die Vorgeschichte von Ellie geht, was sie am Schluss angeteased hat mit der Freundin im Kaufhaus und gebissen und so weiter. Genau das schauen wir uns jetzt dann die nächsten Tage noch an. Also, bis morgen. Ciao.
Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, schaut doch bitte auf patreon.com/lsbr vorbei, wo ihr den Kanal schon mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen könnt. Und schon ab einem Dollar erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Let's Plays nur für Patreons. Danke und ciao.